Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3, meine lieben Zuschauer. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben beim Sommerfest, wo jetzt gerade hier Phil regungslos dasteht. Und ja, Rollschuh fährt. Ich klicke einfach mal weiter auf Play. Und da geht auch schon die Musik los. Ich folge ihm einfach mal. Ja, ich muss ja mal... Na toll, jetzt hat er einfach aufgehört. Okay. Nice. Ja. Ganz kurz, ich muss jetzt dann erst einmal wieder reinfinden in das Spiel. Denn es ist ja wohl jetzt dann wieder 2 Wochen leicht her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ja. Da muss ich halt eben wieder ein bisschen reinfinden. So, das Spirit müsste doch hier in der Nähe auch sein. Ja, da ist er gerade, da trinkt er gerade aus dem Teich. Okay. Und ist schmutzig. Dieser Schmutzschicht nachzuurteilen ist die höchste Zeit für ein Bad oder eine Dusche. Okay. Dann ist es... Es ist sowieso Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Denn, wie ich sehe, ist es jetzt gerade Nacht in Appaloosa Plains geworden. Und ich habe in der nächsten... Ich habe in der vorletzten... Nee, nicht in der vorletzten. Was ist denn das jetzt hier? Gebürstet werden von irgendjemandem? Nein, bitte nicht. Ich möchte keinen Fremden an meinem Pferd haben. In der letzten Aufnahme habe ich euch gesagt, welchen Job ihr gerne für Philipp hättet. Und da ja kein Kommentar oder so irgendwie gekommen ist, muss ich mir das wohl selbst irgendwie jetzt dann... ja, muss ich mir das selbst entscheiden. Und mir ist gerade gekommen, ich habe ja alle Add-ons von Sims 3, auch das wilde Studentenleben. Und das bringt mich auf eine Idee. Wie wäre es, wenn wir Philipp einfach studieren lassen? Wir reisen einfach zur Universität und er wird dann irgendein bestimmtes Thema halt eben studieren. Mal schauen, ich lasse es halt einfach auf mich zukommen. Und ja, dann einfach mal schauen. Was macht denn Chris gerade? Ach ja, der ist immer noch in der Bibliothek. Stimmt der, oder? Nee, der ist zu Hause. Und liest gerade ein Buch. Erhabene Ritter. Aha, ja. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, Philipp reitet jetzt mit Spirit zurück nach Hause. Der ist jetzt gerade hier im Stall. Ach, okay, er geht noch vorher auf die Toilette. Ja, dann geh mal. Geh mal schön. Ach ja, jetzt dann erstmal hier ein bisschen, ne, auf Toilette gehen und so, war ja ein anstrengender Tag. Hallo Kevin, du auch mal wieder dabei? So, huch, was macht denn hier ein Hund? Alter, der stalkt uns voll. Wow, ein Sim beim Pieseln, oh, wie spannend, und jetzt gehe ich rückwärts. Wenn Hunde eh automatisch rückwärts gehen. Nee, du wirst dir jetzt kein Wassereis mehr zubereiten, obwohl du eh noch ein bisschen Energie hast. Ich würde sagen, wo ist denn schon wieder Spirit? Ach, da ist er ja. Was? Er wird von Philipp Marschall gebürstet? Okay. Mag er etwa auch Pferde? Tate beschnüffeln? Nee, ich glaube nicht. Spirit? Um Karotten betteln? Das könnten wir doch eigentlich einmal ausprobieren. Kann man das? Moment mal. Um Karotten betteln. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Den Wunsch gewähren wir ihm. Nach Karotten betteln. Huch. Wuhu, Kuslu. Ich hätte gerne Karotten. Anna. So betteln als so Pferde und er hat keine Karotten bekommen, du Arschloch. Und er will ihn als Freund haben. Nee, Spirit, das kannst du vergessen. Wenn er dir keine Karotten gibt, warum solltest du deinem Freund werden? So, Philipp, Geheimnis verraten, lass das mal. Aufsitzen. Dann reiten wir einfach mit dem Spirit mal nach Hause, ne, würde ich sagen. So, wo ist er denn? Hier ist er. Oh, Spirit, mein alter Freund, da bist du ja. Na, wird Zeit, einmal wieder nach Hause zu reiten. Ja, mal erstmal einen Sattel drauf und jetzt mal schauen, hier, ne, ja, ne, jetzt, na, jetzt aber, ja, jetzt rauf hier. So. Ist immer noch eine schwere Sache und dieser Stalkerhund, der macht mir Sorgen. Okay, dann reiten wir jetzt einfach mal nach Hause. Hui, Alter, wo ist nur zu Hause? Hilfe? Ach, hier, okay.
Ja, reiten wir einfach mal hierhin reiten. So. Perfekt, dann. Ach, natürlich, er hat wieder die Hip-Hop-Mucke angemacht, ist ja ganz klar. Glückwunsch! Spirit hat für die Fähigkeit Rennen zu eben Level 3 erreicht. Spirit kann nun an Rennturnieren für Fortgeschrittene und Feldeinrennen im Reitzentrum teilnehmen mit qualifiziertem Reiter. Was natürlich Philipp ist. Ne, machen wir mal ein bisschen leiser, weil das ist echt laut, die Musik im Spiel. Obwohl ich nur Lautstärke generell am Computer 25% habe, ist es trotzdem noch laut. So, da wären wir Philipp, da wären wir Spirit und jetzt, ja. Würde ich einfach mal sagen, warst ein guter Junge und jetzt, mal, ne, hier mal wieder runter, so. Ja, ach, scheiße. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Pferdespielzeit. Ich habe einen Haufen Spaß mit meinen Pferdefreunden. Oh, gibt plus 10 Laune. Okay. So, Chris. Huch, ängstlich. Angsthasen haben vor fast allem Angst geraten, aber erst in Panik, wenn ihr Leben noch einmal an ihnen vorbei vorüberzieht, wegen Fernseher. Was? Du willst mir doch nicht sagen, dass du vor Fernseher Angst hast. Chris, schäm dich. Wie willst du denn mal ein richtiger Rockstar werden, ey? Ach so, nee, nicht ein Rockstar. Ach, ich war so lang nicht mehr in diesem Spielstand, das ist unglaublich. Muss ich ja erst einmal wieder reinfinden. Was will er denn eigentlich? Fähigkeit schreiben lernen und einen Kurs in der Fähigkeit schreiben belegen. Haben wir denn etwa schon einen Computer? Nee, haben wir nicht. Das wollte ich ja noch kaufen. Oh, 3000 Simoleons! Woher haben die so viel Kohle? Alter, woher haben die so viel Kohle? Ja, da können wir ja locker einen Computer kaufen. Ich würde sagen, wo stellen wir den Computer mal hin? Naja, ins Schlafzimmer haben wir da überhaupt keinen Platz mehr, vor allem weil hier ja die Kommode steht. Eine Kommode braucht ja jeder. Ich würde ja doch eher sagen, hier bei der Skulptur, aber die finde ich so cool. Die will ich jetzt nicht wegmachen. Ja, scheiße. Können wir das Ding hier vielleicht ein bisschen weiter hierher ziehen? Einfach mal ausprobieren, weil ich möchte sonst den Computer hierher tun. Wo haben wir denn das hier? Büro, Schreibtische, Arbeitsfläche zögerlich. Die Farbe passt doch eigentlich. So, 150 und das stellen wir mal hier hin. Okay, das klappt. Nee, das geht doch nicht. Okay, ganz komisch. So, Computer. Boah, 2150. Puh, ich möchte doch eher noch sparen. Wir fangen mit einem billigen Computer an. So in Schwarz passt schon. Und ich hoffe, das geht jetzt, dass hier ein Schreibstuhl. Ja, komm, so ein Schreibstuhl können wir doch mal hintun. Ja, das geht. Super, das geht sich noch aus. Ich habe nämlich Angst gehabt, weil bei Sims 3 ist das ja immer so eine Sache. Sims können während ihrer Reisen zu exotischen Abenteuern aufbrechen und spannende Rätsel lösen. Möchtest du gern mehr über das Reisen erfahren? Naja, ja, mache ich einfach mal ja, weil es ja die ganze Zeit angezeigt wird, sonst wird das echt nervig. Also ja. Reisen, das werden wir sowieso auch irgendwann mal machen. Sims können zu Hause ihr Handy, ein Telefon oder einen Computer benutzen, um neue Orte zu bereisen. Im Tourplaner kannst du wählen, wohin und mit wem du verreisen möchtest. Bis zu einem bestimmten Grad sind diese Entscheidungen aber auch von solchen Faktoren wie dem Familienvermögen oder dem Visumlevel abhängig. Sie entscheiden darüber, wohin und für wie lange deine Sims verreisen können. Wenn du deine Wahl bestätigt hast, erscheint ein Taxi, was deinen Sim und eventuelle Begleiter in ein fremdes Land bringt. Ich habe gedacht, man fliegt. Naja, wenn einer der Sims, mit denen du verreist, ein Ferienhaus am Reiseziel besitzt, wirst du aufgefordert zu wählen, wo die Reisegruppe ankommen soll. Hat niemand ein Ferienhaus, kommt die Gruppe automatisch im Basiscamp an. Alles klar, gut zu wissen. Ja, kurze Info, ne, wenn wir mal reisen sollten und so. So, Chris. Hat denn Philipp auch Hunger? Nee, dann wird er sich einfach selbst was zu essen machen. Ach, wir haben noch Reste von Hotdogs, stimmt ja.
Was will er denn? Ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben? Naja, okay. Mach mal. So, yeah, geile Hip-Hop-Mucke. Und jetzt gehe ich erstmal zu dem geilen Tisch darüber mit der Kerze. Geiler 2 Wochen alter Hotdog. Das schmeckt köstlich deliziös. Spirit wurde zum ersten Mal geführt. Nichts beweist eindeutiger, dass man ein geduldiges Pferd ist, als einem leicht orientierungslosen Sim stundenlang hinterher zu trotten. Aha. So, Philipp, du... Er geht jetzt schlafen. Ja, soll er mal schlafen gehen? Für heute ist der Tag eigentlich eh schon zu Ende. Dieser Hotdog war sehr köstlich. Ja, richtig deliziös, möchte ich sagen. Und ich glaube, ich gehe jetzt dann auch gleich einmal schlafen, wenn ich erst einmal ein bisschen pissen gehe. Ach, Alter, bin ich müde. So, die Mucke können wir auch ausmachen. So, haben die eigentlich schon Wäsche? Ach ja, genau, wir haben ja keinen Wäschekorb. Wo haben wir... Haben wir keinen Wäschekorb? Ach, hier ist der Wäschekorb, stimmt ja. Doch, ein bisschen Wäsche haben sie schon drin, okay. So, und apropos Wäsche, die tun wir auch gleich mal hier rein. Chris, geh doch bitte schlafen. So, ja, dann gute Nacht, ihr zwei Hübschen. So. Ja. Jetzt habe ich schon gedacht, der steht da einfach nur blöd rum. Na, also. Ja, dann schlaft mal schön und legt seine Wäsche einfach hierher. Ja, das ist ja unfassbar. Ja, Leute, wie gesagt, ich finde das eine sehr, sehr tolle Idee, dass wir mit dem Philipp zur Universität reisen. Chris hat ja im Grunde eigentlich schon einen Job und, was war denn das für ein Geräusch? Was war denn das jetzt? Ihr habt die Melodie jetzt auch gerade gehört, oder? Waren das jetzt gerade diese Pferde? Spirit schläft auch. Überall diese ganzen Wildpferde. Merkwürdig, okay. Ja, lol. Sehr merkwürdig. Die Fahrgemeinschaft für Chris fährt in etwa einer Stunde. Sehr schön. Oh, jetzt ruft gerade jemand an, kann ich aber gerade nicht abheben, weil ich ja gerade aufnehme. So, Chris wird jetzt gerade mal das Bett machen, dann würde ich mal sagen, umziehen, Alltagskleidung und dann mal Zähne putzen und aufbrezeln, wenn sich das vielleicht noch ausgeht. So. Ja, ich rufe dann zurück nach der Aufnahme. So, jetzt hier erst einmal, ne? Ja, richtig geil die Zähne putzen, ne? Ich muss ja richtig fit sein für den heutigen Arbeitstag mal wieder, ne? Und da steht übrigens Chris, Philipp auf. Ach, Ah, Ma, bitte! Alter, hab ich Hunger! Okay, dann holst du einfach die Reste von Hot Dogs. Mann, Alter, hab ich Hunger. Was ist denn jetzt? Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, komm, du musst jetzt sowieso zur Arbeit. Scheiße. Und hinterlässt du deine Wäsche. Chris fährt zur Arbeit und ja, wir verbleiben einfach mal mit dem Philipp. Oh, Chris hat recht, das ist echt ein deliziöser Hotdog. Ich habe ein bisschen eine längliche Nase, kommt mir gerade so vor. Alter, verschluckt. So, mal aufräumen. Und die Frage ist, was machen wir heute mit Philipp? Ich finde es, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr tolle Idee.
dass wir mit dem Philipp einfach studieren gehen. Er soll ja auch einmal, ne, aus ihm soll ja mal was werden. Und vielleicht wird er sogar erfolgreicher als Chris, man weiß es ja noch gar nicht. Und wir haben 2000 Simoleons. Ich weiß gar nicht, wie man sich jetzt eigentlich in der Universität einschreibt, wie das jetzt genauso funktioniert. Das werden wir jetzt hier irgendwie in der Aufnahme noch kennenlernen. Beziehungsweise, vielleicht mache ich das doch in der nächsten Aufnahme, weil dann habt ihr vielleicht doch noch die allerletzte Chance, halt eben zu wählen, welche, ja, welchen Beruf halt eben Philipp haben soll. Und, Alter, der Gesichtsausdruck. Alter, seht euch ja mal den Gesichtsausdruck an von Philipp. Ja, das ist ein Scheißtag. Okay. Ja, aber von meiner Seite aus, wie gesagt, wir können ein bisschen Zeitung lesen. Von meiner Seite aus können wir Philipp ruhig studieren lassen. Und ich muss mir da halt eben noch überlegen, welches Thema, weil er will ja eigentlich Joggi werden, der Joggi. Und ja. Aber einen Beruf muss er ja trotzdem haben. Außerdem wäre das ja eine grandiose Gelegenheit, auch das andere Erweiterungspack Wildes Studentenleben auszuprobieren. Weil ich will ja alles mitnehmen, wenn wir schon ein Let's Play machen. Strammer Junge geboren. Gestern Abend kam im Parrot-Haushalt ein gesundes 7,5 Pfund schweres Baby zur Welt. Der Junge soll auf dem Namen Titus getauft werden. Das Kind ist nun zu Hause und braucht viel Ruhe. Es ist ein Mädchen. Sie soll Regine heißen. Oh Gott. Das gesunde Mädchen ist der Neuzugang des bedlinkten Haushaltes. Die gesamte Familie ruht sich nun aus, um Kraft für die nächsten Monate zu sammeln. Oh je, die Rechnung in Höhe von 385 Simoleons muss in einem Tag bezahlt werden. Zahlen wir jetzt. Ja und hier, Alter, ich komme ja hier, mach ja mal kurz Pause. Ich komme hier gar nicht mehr nach von den ganzen Nachrichten, was in der Zeitung so steht.